The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies hier ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des zweibeinigen Arschlochs. Heute mit einem vollen Spektrum an interessanten Dingen. Einerseits möchte ich über einen Film sprechen, dann möchte ich über einen Comic sprechen und dann möchte ich auch über ein Album sprechen. Und wenn noch Muße bleibt, vielleicht ein wenig über Star Trek reden. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Der Film, den ich mir zuletzt angesehen habe, stammt aus dem Jahr 1943 und entstand unter der Regie der Filmlegende Billy Wilder. Der Film heißt Five Graves to Cairo, Fünf Gräber bis Kairo. Ich habe diesen Film schon mal als Kind gesehen, doch hatte ich so gut wie keine Erinnerung mehr dran. Five Graves to Cairo ist eine spannende und eine sichtlich originelle Kriegsgeschichte. Gleichzeitig mutet der Film wie ein Theaterstück an. Im Grunde spielen sich 95% der Story in einem Gebäude ab, in einem Hotel. So war ich nicht überrascht herauszufinden, dass der Film auf einem viel älteren Theaterstück Hotel Imperial eines ungarischen Verfassers basiert. Das ursprüngliche Bühnenstück ist allerdings im Ersten Weltkrieg angesiedelt. Hier befinden wir uns irgendwo im Grenzgebiet zwischen Libyen und Ägypten, in einem vermutlich fiktiven Ort namens Sidi Halfaya inmitten des Zweiten Weltkriegs. Ein britischer Soldat wandert zuerst durch die Wüste, bereits im Griff von Halluzinationen und Delirium. Er ist ein Überlebender der Schlacht um Tobruk, bei der Erwin Rommel und die Deutschen den Sieg davon getragen haben. Der Soldat, sein Name ist John Bramble, taumelt in das verlassene Städtchen und stößt auf das Hotel Empress of Britain. Der Ort wurde nur einen Tag zuvor von den Deutschen bombardiert, sodass die Bewohner von Sidi Halfaya geflohen sind. Nur der Betreiber des menschenleeren Hotels ist da, ein gewisser Farid, und sein Zimmermädchen, die Französin Mouche. Das Hotel selbst ist etwas beschädigt. Der Kellner Davos wurde bei dem Luftangriff getötet. Bramble kollabiert im Foyer des Hotels, doch während Farid und Mouche sich um ihn kümmern, rücken bereits die deutschen Einheiten in die Ortschaft ein und erklären das Hotel zu ihrem vorübergehenden Hauptquartier. Die Truppe wird angeführt von dem epochal arroganten Leutnant Schwegler, der das Gebäude für die Ankunft des Heeresführers vorbereiten muss. Die Rede ist natürlich vom Wüstenfuchs, Feldmarschall Erwin Rommel persönlich. Farid und Mouche sorgen sich natürlich, dass sie exekutiert werden, sollten die Deutschen den bewusstlosen Bramble finden. Doch sie schaffen es, ihn vor den Deutschen zu verstecken. Der britische Offizier erholt sich und nimmt anschließend die Identität des verstorbenen Kellners Davos an, mit dem Ziel, bei einer günstigen Gelegenheit Rommel zu töten. Doch die Dinge gestalten sich ganz anders. Dies ist eine dieser verschlungenen Geschichten mit interessanten Twists, stets ein wenig an der Grenze zu Farce. Doch zugleich auch sehr dramatisch, stets ohne Zweifel darüber, dass unsere Protagonisten in höchster Lebensgefahr schweben. Bereits die falsche Art, das Frühstück zu servieren, kann im Würgegriff der Nazi-Sadisten über Leben und Tod entscheiden. Der Reiz der Geschichte besteht sichtlich darin, dass die Komplikationen zunehmen, da Bramble zwar die Identität des Kellners Davos angenommen hatte, aber auch Davos war vor seinem Tode nicht der, für den ihn alle hielten. Es entfaltet sich also ein spannendes Spiel mit Identitäten und mit Absichten. In der Hauptrolle erleben wir Franchot Tone als Bramble und die gewohnt atemraubende Anne Baxter als Mouche.
Gerade Anne Baxter ist eine Augenweide. Der berühmte Akim Tamirov spielt den arabischen Hotelier Farid. Sichtlich auffällig ist Peter van Eyck, der den unangenehmen, übereifrigen Leutnant Schwegler spielt. Aber jemand in diesem Film stiehlt allen die Show. Erich von Stroheim als Feldmarschall Rommel ist schockierend gut, einerseits vollkommen größenwahnsinnig und geradezu psychotisch, doch zugleich sehr menschlich. Er oszilliert mühelos zwischen dem charmanten Onkel Erwin und dem lebensgefährlichen Feldherren Rommel. Und die Situation verkompliziert sich, als eine Gruppe britischer Offiziere in Kriegsgefangenschaft ins Hotel gebracht wird. Unter keinen Umständen werde ich auf weitere Details der Handlung eingehen. Denn dieser Film ist spannend und jenen, die ihn noch nie gesehen haben, möchte ich ihn nicht spoilern. Somit beschränke ich mich auf die peripheren Wesenszüge dieses Films. Es gibt durchaus spannende Szenen und hier und da fällt sogar ein Schuss. Doch das Nervenaufreibende entfaltet sich manchmal nur im Rahmen einer Tischszene mit 7 oder 8 Schauspielern, die um einen Tisch sitzen und sich auf den ersten Blick harmlos unterhalten. Doch wir, die Zuschauer, wissen, was auf dem Spiel steht und dass manche der Akteure Dinge wissen, die den anderen unbekannt sind. Es ist kein Geheimnis, dass der Film einen gewissen Einfluss auf Quentin Tarantino hatte bei der Produktion seines Films Inglourious Basterds. Gerade das überhöhte Drama, das sich nur in einer Gesprächssituation an einem Tisch entfaltet, ist etwas, was sichtlich von 5 Gräber bis Kairo beeinflusst war. Der Film kann durchaus als eine typische Kriegsbemühung Hollywoods verstanden werden, ähnlich wie die amerikanischen Comicszeichner ihre Superhelden Captain America und Superman geschickt haben, um gegen Hitler und die Nazis zu kämpfen. Und dieser Film wurde noch während des Krieges gedreht und reflektierte teilweise Ereignisse in Nordafrika, die zu diesem Zeitpunkt nur Monate alt waren. Etwas amüsiert stellt man freilich fest, dass dieser gesamte Film im Grunde kein einziges Element besitzt, das die Idee unterstützt, dies sei ein maghrebinisches Hotel in Nordafrika. Wir kriegen nichts von der lokalen Bevölkerung zu sehen und auch das Hotel ist äußerst westlich eingerichtet und war offensichtlich vor dem Krieg nur für britische Kolonialherren gedacht. Dennoch könnte dieser Schauplatz aber im Grunde überall auf der Welt stehen. Somit darf man hier keine arabische Romantik erwarten. Wir sehen etwas Wüste und einige symbolisch im Hintergrund hingestellte Palmen, aber das ist alles. Das stört aber nicht. Dies ist nicht Lawrence von Arabien. Die wenigen Aufnahmen, welche die Idee von Sahara vermitteln sollen, wurden überwiegend in Yuma, Arizona gedreht. Ansonsten ist dies ein Kammerspiel, das sehr effizient in den Paramount Studios gedreht wurde. Die Idee, alle Wehrmachtsangehörige von deutschen Schauspielern spielen zu lassen, ist hervorragend. Wie gesagt, ist dieser Film mitten im Krieg entstanden und eine Menge Künstler und Darsteller waren vor Hitler nach Amerika geflohen. Das Castingangebot war also da. Die deutschen Zuschauer können allerdings gut am Dialekt hören, dass Erich von Stroheim Österreicher war, aber das ist nicht etwas, das das amerikanische Publikum in irgendeiner Weise stören würde. Der Film ist natürlich schwarz-weiß in einer 3:4 Ratio, was eigentlich ein Format ist, das mir immer mehr gefällt, zumal ich ein Leben lang Breitwandformate gesehen habe und 3:4 galt immer nur als das minderwertigere Format alter Filme und des Fernsehens in den 80ern, aber ich finde 3:4 erlaubt manchmal eben eine andere ästhetische Sprache als zum Beispiel CinemaScope, aber ich finde es keineswegs minderwertig. Interessant ist sicherlich die Tonalität des Films. Das ist auch etwas, das seinerzeit kritisiert wurde. Billy Wilder wollte eben nicht den Film als einen reinen, nervenaufreibenden Thriller drehen, in einer Weise, wie es vielleicht Michael Curtiz gedreht hätte, was aber die Story durchaus hergegeben hätte und was sichtlich dem Zeitgeist entsprach, denn gerade das etwas düstere Film Noir war schwer im Kommen. Und würde man heute ein Remake von 5 Graves to Cairo machen, ich bin ziemlich sicher, dass der Film durch unbeschönigte Brutalität und Schrecksekunden bestechen würde. Doch Billy Wilder fand es stets wichtig, dass ein Film auch leichte Momente hat. Für den Comic Relief, wie man es manchmal nennt, war vor allem Akim Tamirov zuständig als der hektische Hotelier Farid. Aber es stimmt schon, dass einige Filmkritiker damals die humorvollen Einlagen in der Handlung ein wenig unpassend fanden.
Die Deutschen werden, und das ist freilich mehr als nur dem Zeitgeist geschuldet, als diese brutalen Eroberer porträtiert, die mit der gut gelaunten Selbstherrlichkeit von reichen Touristen in der entvölkerten Ortschaft eintreffen, doch schnell deutlich machen, dass sie die jovialen Herrscher überleben und tot sind. Doch muss man dem Film auch anrechnen, dass er nicht in die Falle tritt, die Deutschen als leicht überführbare Dummköpfe zu porträtieren, was andere Kriegsfilme jener Zeit durchaus taten. Rommel und Schwegler sind nicht begriffsstutzig, und das ist wichtig, um die persönlichen Einsätze der Protagonisten in dieser verwobenen Handlung hochzuhalten. Für Bramble und Moosh ist es nicht unbedingt einfach, die Deutschen unentwegt hinters Licht zu führen. Five Graves to Cairo ist nicht mein Lieblingsfilm von Billy Wilder, es ist der Lieblings-Billy Wilder-Film von Quentin Tarantino. Mein Lieblingsfilm von Billy Wilder ist Avanti, also ein Film näher dem Ende seiner Karriere, während Five Graves to Cairo erst sein dritter Film war. Der Film ist wegen seiner verwobenen Handlung sehenswert, er ist wegen einem großartigen Erich von Stroheim sehenswert, er ist wegen einer extrem bezaubernden Anne Baxter sehenswert. Oder für alle, die eben von alten Filmen fasziniert sind, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehen. Ich kann den Film sehr empfehlen, ohne dass man sich nun allzu sehr an den narrativen Schwächen abarbeiten muss. Natürlich wirken manche Dinge ein wenig unplausibel, aber das muss man innerlich einfach durchwinken. Lieber eine Tüte Popcorn in die Mikrowelle stecken und die DVD oder Blu-ray einlegen. Album Review. There's music in the air. Ich dachte, ich plaudere mal ein wenig über ein Album. Ich versuche dabei nicht zu langatmig zu sein, denn ich glaube, im Rahmen eines Audio-Podcasts ist das Rezensieren eines musikalischen Werks noch immer am wenigsten interessant, zumal es ohne akustische Kostproben auskommen muss. Und es ist für die Zuhörer vermutlich von geringem Reiz, sich anhören zu müssen, dass hier oder da ein Gitarrensolo ganz toll klingt. Oft kann man sich ja darunter nicht so viel vorstellen. Auf der anderen Seite werde ich es nicht müde, auf interessante Musikprojekte zu verweisen, insbesondere weil Musik heute sehr gruselig sein kann. Heute will ich mal über die Band Embryo reden. Embryo ist eine Band aus München, die 1969 entstanden ist und die heute zu den großen Namen eines Genres gehören, das Krautrock heißt. Ich bin kein großer Fan von diesem Ausdruck, aber sehr viele deutsche Musiker jener Zeit haben beteuert, dass sie den Begriff okay finden und keineswegs beleidigend. Es ist, was es ist. Ich verwende das Wort nicht, aber ich werde wiederum keine Woke-Anfälle bekommen und etwas davon tönen, das Wort sei diffamierend. Denn das ist es nicht. Außerdem kann man es sich im Kopf gut so ummünzen, dass das Kraut nicht für Sauerkraut steht, sondern für Knaster, Tobak, Bobel, Bubatz. Das Zeug, dessen Legalisierung uns ausgerechnet die größten 9-mal-Lügner versprechen. Ich halte auf jeden Fall nicht den Atem an. Doch zurück zu Embryo. Diese Band war irgendwie immer da. Sie ist von München irgendwie nicht zu trennen. Interessanterweise war das Ganze fast mehr ein Kollektiv als eine Band. Und obwohl es einen kleinen festen Kern gab, war das die Art von Projekt, wo niemand genau sagen konnte, wer beim nächsten Konzert auf der Bühne steht. Embryo war nicht gänzlich instrumental, aber viele Gesangsstellen gibt es da nicht. Es ist eine Band bekannt für ihre langen, jazzigen Jam-Sessions, die leicht die ganze Seite einer Platte ausmachen. Aber am bekanntesten sind sie sichtlich durch die Benutzung asiatischer und afrikanischer Rhythmen, Tonleitern und Instrumente, was ihnen den Ruf einbrachte, eine Art Wegbereiter der World Music zu sein. Was ja der nächste Ausdruck ist, den ich nicht verwende. Ich kann mich gerade noch so mit Krautrock abfinden, aber World Music ist ein doofes Wort. Miriam Makeba hat mal gesagt, die Weißen sprechen nur deshalb immer von World Music, weil sie zu faul sind, uns im Plattenladen eine eigene Sparte zu geben. Embryo ist eine Band, bei der viele Leute gespielt haben. Allein der Kern jener, die von sich behaupten können, für eine Weile offizielle Mitglieder der Band gewesen zu sein, liegt irgendwo bei 30, aber es haben insgesamt gut 400 Leute mitgespielt. Ich habe mir heute das Album Steig aus wieder angehört, das in 1973 rauskam, auf dem deutschen Brain Label, aber meiner Meinung nach schon in 1971 aufgenommen wurde. Das Album besteht nur aus
drei Tracks, die allesamt ziemlich wunderbar sind. Die Musik ist sehr zurückgelehnt, sehr jammig, aber eben ohne aufs Gaspedal zu treten. Es tauchen gerade am Anfang orientalische Elemente auf, vor allem dank Roman Bunker, der damals schon begonnen hatte, die arabische Oud zu spielen, was diese orientalische Laute ist, deren Klang den meisten vermutlich vertraut ist. Die meisten dieser Bands waren entweder der experimentellen elektronischen Musik verschrieben oder standen sehr tief in einem Psychedelic Rock Sound. Embryo hatten eben auch diesen Jazz Rock Sound, ohne jetzt explizit Jazz Fusion zu sein. Sie saßen damit ziemlich zwischen den Stühlen, aber letztendlich war das eben auch ihr Ding. Diese interessante Balance aus Jazz Rock, ethnografischer Musik und ein Schuss Psychedelic Rock. Wegen diesen langen Formaten werden sie manchmal ein wenig als eine Prog-Rock-Band rezipiert, aber das führte dann vielleicht zu weit, wobei ich mich jetzt nicht unbedingt an Genres abarbeiten will. Auch änderten sich die instrumentalen Schwerpunkte bei Embryo ständig. So muss man schon sagen, dass hier auf dieser Platte der Gitarrist Roman Bunker doch eher ein wenig in den Hintergrund tritt, letztendlich zugunsten von viel Tastenmusik. Das ist also eine sehr Keyboard-lastige Platte. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass zwei wirklich prominente Tastenvirtuosen sich hier ganze Duelle liefern. Die Rede ist von dem Keyboarder Jimmy Jackson und dem Miles Davis-Pianisten Mal Waldron. Das waren beides schwarze amerikanische Musiker, die sich offensichtlich ein wenig in Deutschland verliebt hatten. Denn gerade Jimmy Jackson spielte schon vorher in Klaus Doldingers Band Motherhood und sollte später auch bei Amondyl 2 dabei sein. Im Grunde dominieren Jimmy Jackson und Mal Waldron die Aufnahmen von Steig aus ziemlich und großer Teil der Musik hier stammt sogar auch aus ihrer Feder. Das war also auch etwas Besonderes bei Embryo und etwas Besonderes von Christian Burchardt und Roman Bunker, dass sie bereit waren, sich massiv zurückzunehmen und einfach mal diesen Gastmusikern einen großen Teil des Podiums zu überlassen. Das hier war also keine Ego-Trip-Band. Alles in allem ist das hier ein Album, das weitgehend improvisiert ist, basierend auf grundsätzlichen musikalischen Ideen. Und der Sound hebt richtig ab. Auf der B-Seite kommt dann auch noch Edgar Hoffmann an der Violine dazu. Wer sich mal mit dem Gedanken trägt, sich eine kleine, aber feine Krautrock-Kollektion anzulegen, dem empfehle ich dieses Album durchaus. Ich würde es auf jeden Fall als essentiell bezeichnen. Auch wenn klar sein muss, dass Embryo letztendlich eine Randerscheinung dieses Genres waren, da die musikalischen Auswüchse der Band stets über solche Begrenzungen hinauszuwachsen schienen. Wenn du aber einen richtig geilen, langformatigen, jazz-psychedelischen Sound magst, so richtige Stoner-Musik für den kreisenden Joint, dann ist dieses Album verdammt richtig dafür. Ich bin ja der Letzte, der Musikern und Filmemachern immer diesen Joint unterschieben möchte. Oft ist es barer Unsinn, diese Idee. Wow, krass, die Typen müssen total stoned gewesen sein, wo sie das Album aufgenommen haben. Oder wo sie den Film gedreht haben. Leider entsteht komplexe Kunst in der Regel nur auf den sicheren Schultern von absoluter Nüchternheit. Und auch der ausgelassenste Künstler zündet sich dann den Joint lieber erst, nachdem die Arbeit schon getan ist. Ich weiß, das gilt vielleicht nicht für Deutsch-Rap-Künstler, die stehen ohne eine Bonk gar nicht erst auf. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber hier in diesem Fall wäre ich nicht überrascht, wenn diese Aufnahmen tatsächlich in einer massiven Wolke aus Ganja entstanden wären. Irgendwie klingt das Album so. Auf jeden Fall eine großartige Platte. Ich habe leider nicht das Original auf Vinyl hier vor mir. Meine Ausgabe ist ein Reissue von 1979, damals ebenfalls auf Brain erschienen, aber mit einem anderen Cover. Das war eine Wiederveröffentlichung in eben 79 im Rahmen der Reihe Rock on Brain. Das hat dann dieses seltsame Cover, das einen Typ zeigt, der sich versucht, an einem Kleiderbügel zu erhängen. Wobei schon das Originalcover von diesem Album ziemlich gaga war. Nicht mein Lieblingscover. Eines meiner Lieblingscover von Embryo wäre dann eher das Album Reise. Aber darüber vielleicht ein andermal. Enter the comic zone. Let's talk about my favorite comics.
In einer der vorhergehenden Episoden dieses Podcasts hatte ich über das Comic-Album Whiteout von Greg Rucka und Steve Lieber gesprochen. Und da es da auch eine Fortsetzung gibt, warum nicht gleich mal darüber reden? Es passt ja super zum Wetter. Hier ist es gerade frostig, mit Schnee auf den Feldern und minus 7 Grad. Somit erscheint es naheliegend, entweder geistig in die Tropen zu flüchten oder noch eins draufzulegen und US Marshal Cary Stadco zurück in die Antarktis zu folgen. Und es gibt sicherlich noch einen kontextuellen Punkt. In dieser Story geht es um Russen. Whiteout Volume 2 trägt den Titel Melt. Die Entstehung dieser Fortsetzung ist sichtlich dem Erfolg der ersten Geschichte zu verdanken. Dies hat allerdings nichts mit der Verfilmung des ersten Teils zu tun, denn der erste Whiteout kam in 1998 heraus und die Fortsetzung Melt wurde in 2000 gezeichnet und bei Onipress publiziert. Der Film erschien allerdings erst 9 Jahre später. Und dieser Band, dieser zweite Teil, ist ein hervorragender Diskussionsbeitrag zu der ewigen und heute hochaktuellen Frage, wie denn eine Fortsetzung zu schreiben ist. Fortsetzungen, vor allem im Film, hatten schon immer so ihre Probleme. Es gab ja auch eine Zeit, da waren Fortsetzungen gar nicht selbstverständlich. Und ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern. Sie galten zumeist als so eine Art schwache Leistung und ein Ausdruck von etwas schäbiger Geldgier der Produzenten oder grundsätzlich ein Mangel an Originalität. Damals sprach man sehr viel vom Teebeutel-Effekt, dass Fortsetzungen eben wie Tassen mit heißem Wasser sind, in die ein Teebeutel getaucht wurde, der bereits in der ersten Tasse gezogen hat. Und deshalb wird der Tee mit jeder weiteren Folge immer dünner und farbloser. Und damalige Franchise-Stoffe wie Planet der Affen und Der weiße Hai bestätigen das durchaus. Eigentlich waren es erst George Lucas und Steven Spielberg, die mit Star Wars und Indiana Jones eine andere Einstellung gegenüber dem Sequel schufen. Doch dies taten sie sehr trickreich, indem sie die Atmosphäre von Groschenheften und Science-Fiction-Serien der 40er und 50er Jahre als Blaupausen für ihre Abenteuer nahmen und damit eine grundsätzlich positivere Haltung der Zuschauer gegenüber der Fortsetzung heranzogen. Aber auch sie mussten sich mit der Frage konfrontieren, was denn der ideale Sequel ist. Denn hier ist das Problem. Wenn etwas sehr erfolgreich ist, besteht in der Tat eine unterschwellige Lust der Leser oder Zuschauer daran, diese Erlebniswelt ein zweites Mal zu betreten. Das ist ohne Zweifel. Doch wenn die Fortsetzung sich zu sehr als eine Wiederholung der ersten Geschichte anfühlt, sozusagen alles nochmal, nur mit anderen Namen oder Farben, wird dieser Film deshalb vermutlich sehr schlechte Kritiken kriegen, da die Kritiker dies schnell durchschauen. Und es kann auch sein, dass viele Zuschauer dann ein seltsames Gefühl haben, getäuscht zu werden. Manchmal klappt es ja halbwegs. Der zweite Stirb-Langsam-Film ist im Grunde wie der erste, nur hat man das Nakatomi-Gebäude gegen einen Flughafen eingetauscht. Aber die Erfahrungswelt mit dieser erfolgreichen Geschichte war so vital, dass die Zuschauer das eine Mal verziehen haben. Ein drittes Mal, same old, hat man es dann beim dritten Film nicht gewagt, sondern etwas ganz anderes gemacht und auch dann mit Erfolg. Doch eine Fortsetzung komplett anders zu machen, ist wiederum riskant, denn in Wirklichkeit gehen die Zuschauer schon deshalb wegen einer Fortsetzung ins Kino, weil sie dieselben Erlebnisgefühle von damals beim ersten Teil wiederholen wollen. Sie wollen aber in gewisser Weise getäuscht werden. Sie wollen in Wirklichkeit dasselbe nochmal erleben, sie wollen es aber nicht merken. Der Geschichtenerzähler muss also einen gewissen Taschenspielertrick beherrschen, sonst hat er kaum eine Chance, das Publikum mit einer Fortsetzung zu begeistern. Vermutlich ist James Cameron ein gutes Beispiel hier, da er groß angelegte Fortsetzungen sehr erfolgreich durchgezogen hatte, Ridley Scott's Alien und später die Fortsetzung seines eigenen Films Terminator. Beide Fortsetzungen waren extrem erfolgreich und erfreuten sich sogar guter Kritiken, also muss er etwas richtig gemacht haben. Und seine Formel, falls man das so sagen darf, lässt sich tatsächlich beschreiben. Und es fällt auf, dass Rucka und Lieber sich da einer ähnlichen Methodik bedienen. Die Frage, die man sich dabei stellt, lautet wohl, was ist es, das 1:1 wiederholt werden muss und was ist es, das sich ändern muss? Wenn man beide Fragen richtig beantwortet, hat man eine Chance, eine gute Fortsetzung zu schreiben. Denn tatsächlich muss etwas gleich bleiben, doch etwas muss sich auch ändern.
Ich muss das nicht bei den beiden James Cameron-Filmen analysieren, denn diese sind beide so gut bekannt, dass eigentlich jeder aus dem Kopf sagen kann, was gleich geblieben ist und was geändert wurde. Bei Whiteout ließe sich die Frage so beantworten. Was gleich bleiben muss, ist die Antarktis, das Eis, die Kälte, die alltägliche Stimmung auf den Polarstationen und natürlich die charakterlich faszinierende, etwas zynische Heldin Carrie Stadko. Was sich ändern muss, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das einfach nur der nächste Mordfall ist. Also ein Toter wird gefunden, Stadko ermittelt. Dies wäre legitim, wenn man es mit einer expliziten Figur einer Krimireihe zu tun hätte, also Sherlock Holmes, Miss Marple oder Hercule Poirot. Das ist was anderes. Das sind explizite Krimis und die haben ihre interne Mechanik, die von den Lesern erwartet wird. Niemand möchte eine Folge Columbo sehen, in der kein Kriminalfall vorkommt, aber dafür folgen wir dem Inspektor, während er mit seinem Alkoholismus und seinen Eheproblemen kämpft. Die Leute würden abkotzen. Das macht aber auch deutlich, was Whiteout eigentlich ist. Denn Whiteout 1 mochte sich als ein Krimi präsentieren, als ein Krimi, der in der Antarktis stattfindet, was eine sehr originelle Prämisse ist. Doch in Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Es ist eine faszinierende Antarktis-Geschichte, die einen Krimi-Plot als Sujet hatte. Somit bekommen wir in Whiteout 2 Melt erneut die wunderbare Marshall Stadko. Wir bekommen wieder das Eis und die Antarktis. Doch die Handlung geht schnell in eine deutlich andere Richtung. Statt einem Ermittlungskrimi erleben wir einen Action-Thriller auf dem Packeis. Die kleinwüchsige Polizistin allein gegen eine Gruppe gewissenloser Spetsnaz-Söldner, die im Grunde Fahnenflucht begangen haben und dabei sind, einen Schatz zu bergen. Wer nun eine simplistische Anti-Russen-Propaganda erwartet, wird vielleicht überrascht sein, denn die amerikanische Ermittlerin Carrie Stadko kann ihr etwas übermenschliches Ziel nur dann erreichen, wenn sie sich mit einem anderen Russen verbündet, dem GRU-Agenten Alex Kutschin. Erneut werde ich nicht zu viel der Geschichte preisgeben, denn wer Comics mag und Whiteout nicht kennt, sollte hier nicht alles gespoilert kriegen. Sichtlich die eine Neuerung in Band 2 besteht darin, dass wir voyeuristische Zeugen von Intimität werden, sprich Carrie Stadko beim Sex zu sehen. Ich muss gestehen, Comics ist das letzte Medium, wo ich Sexszenen interessant oder ansehnlich finde. In Filmen halte ich es für eine de facto tote Materie. Wenn in einem Film eine Sexszene beginnt, ist es Zeit für mich, in die Küche zu gehen und mir einen Tee zu kochen. Von einem narrativen, künstlerischen und ästhetischen Standpunkt ist es ein Motiv, das so derartig zu Tode geprügelt wurde, dass ich kaum noch hinsehen kann. Insbesondere Hollywood-artige Sexszenen, am besten unter der Dusche im Licht eines blauen Scheinwerfers. Das war natürlich nicht immer so. Unvergessen bleibt die Eröffnungsszene von Betty Blue von Jean-Jacques Benet mit Béatrice Dalle und Jean-Luc Anglade in der Hauptrolle. Oder umgekehrt die verstörende Sexszene zwischen Julie Christie und Donald Sutherland in Don't Look Now. Ein Film, der in Deutschland recht kitschig, wenn die Gondeln Trauer tragen, genannt wurde. Doch das alles sind Sexszenen, die zugleich kreative und künstlerische Statements sind. 99,9% aller Sexszenen sind es nicht. Im Comic bin ich etwas mehr gewillt zu vergeben, denn einerseits haben Comics durchaus eine Wurzel ihrer Herkunft in der erotischen Grafik. Und mit meiner Ablehnung der Filmsexszenen wollte ich nichts zum Ausdruck bringen, ich sei prüde. Hier geht es um notorisch repetitive Momente, die kreativ und künstlerisch keine Bedeutung haben. Und das ist von großen Künstlern verstanden. Man muss sich nur ansehen, wie jemand wie David Fincher mit Sexszenen umgeht. Und viele berühmte Comics haben grundsätzlich einen erotischen Subtext oder sind de facto erotische Werke. Ich meine, wer keine Darstellung von Sex sehen möchte, sollte vermutlich nicht nach Serpieri oder Manara oder Guido Crepax greifen. Und Ähnliches würde ich auch über Filme sagen, deren Sujet de facto erotischer Natur ist oder sogar sexueller Natur. Wenn ich mir Lars von Triers Nymphomaniac ansehe, darf ich mich nicht beklagen, wenn ich herbe Sexszenen zu sehen bekomme. Doch diese sind dann wiederum recht faszinierend, weil diese Szenen dann extrem ungeschliffen und unbeschönigt sind, was ihnen nicht nur eine starke, authentische Note gibt, sondern vor allem eine künstlerische.
Nein, ich rede mehr von dem typischen Actionfilm, bei dem der Held im Hotel dann sein Love Interest vernascht, gefilmt mit einem trivialen Softcore-Bildvokabular, das Andrew Blake wie ein cineastisches Genie erscheinen lässt. Langweilig zum Umfallen. Der Vorteil von einem Comic ist, dass der Künstler die Sexszene auf 2 bis 4 Paneele reduzieren kann und aus die Maus. Darum neigt man weniger dazu, sich zu beschweren. Und wenn dieser Künstler das unbedingt auf 3 Seiten strecken muss, dann versucht er offensichtlich ein Statement zu machen. Aber auch im Comic sind die Künstler gefordert, vielleicht eine interessante visuelle Lösung zu präsentieren, die sich eben über die Klischees und Banalitäten des millionenfach gezeigten schönen Körpers hinwegsetzt. Und ich glaube, das ist Steve Lieber sehr gut gelungen. Und ich hole bei diesem Punkt deshalb so weitschweifig aus, um ihm an dieser Stelle eben ein Kompliment auszusprechen. Eine hervorragende Sexszene, ohne den Comic zu kompromittieren. Großartig gelöst. Aber man merkt den 3 Seiten, die Steve Lieber hier für die Sexszene aufwendet, dass es ihm ein echtes Anliegen war. Man spürt die kreative Intention, nicht in Klischees zu verfallen. Über die Hauptprotagonistin und die generelle Atmosphäre dieser Geschichte hatte ich schon genug in einer früheren Podcast-Episode erzählt, als es um den ersten Teil ging. Und ich muss es hier eben nicht alles wiederholen. Zumal das der Aspekt der Fortsetzung ist, der zum Glück gleich geblieben ist. Carrie Statko ist sichtlich eine meiner Lieblingsfrauen aus allen Comics, die ich kenne. Ruka und Lieber haben hier wirklich eine lebendige Persönlichkeit geschaffen, die zu uns von den Seiten des Comics spricht und bei der wir schon bald das Gefühl haben, als würden wir sie persönlich kennen. Whiteout zahlt für mich auch auf ein Detail der Comic-Kunst, zu dem ich eine geradezu fetischartige Beziehung habe. Ich spreche von Screentone. Die meisten Comiczeichner leben in einer schwarz-weißen Welt. Kolorierungen sind zumeist ein Nachgedanke späterer Jahre, außer sie sind von vornherein Teil des visuellen Konzepts. Aber die meisten Zeichner stehen am Anfang einer Geschichte vor der Entscheidung, vollständig monochromatisch zu arbeiten, sprich es gibt nur 2 Arten von Flächen in der Zeichnung, schwarze Flächen und weiße Flächen. Und das sind häufig dann jene Comics, wo nachträglich Debatten geführt werden, ob man sie nun kolorieren darf oder nicht. Aber es gab schon immer den Ansatz, das Bild durch allerlei Zwischenstufen anzureichern. Nun sind aber die Druckverfahren, die über die Jahrzehnte die Comic-Kultur bestimmt haben, stets nur auf einen absolut binären Zustand angelegt zwischen 100% Farbe ist gleich schwarz und 0% Farbe ist gleich weiß. Es gibt nur Druckerschwärze oder keine Druckerschwärze an einer einzelnen Stelle. Und Graustufen würden ja in Wirklichkeit nur unzählige weitere Farben darstellen, die nicht zur Verfügung stehen. Über die Jahrhunderte war die Lösung dieses Problems die Schraffur, das Hatching. Und das sieht man bis heute in Comics. Aber das Problem der Comiczeichner war auch, dass sie unglaublich große Mengen an Resultaten abliefern mussten und Schraffuren können sehr zeitaufwendig sein. Eine Alternative, die nicht minder zeitintensiv ist, ist der Pointillismus. Als Lösung hat sich im 20. Jahrhundert der Screentone, zu Deutsch Rasterfolie, eingebürgert. Also Folien, deren Fläche aus industriell gefertigten Punktrastern besteht, die man dann in verschiedenen Größen und Abständen kaufen kann. Wenn die Schutzschicht einer solchen Folie abgezogen wird, haben sie eine Klebewirkung, aber eben nur eine schwache, sodass sie wieder abgezogen werden können, ohne die Zeichnung darunter zu beschädigen. Nun wird mit einem Skalpell alles weggeschnitten, was nicht von dem Screentone betroffen sein soll. Das ist also immer noch eine Menge Arbeit, die Geduld voraussetzt, denn ein falscher Schnitt kann alles zunichte machen. Doch in der Regel ist es weniger Arbeit als ein minutiös präzises Hatching. Die bekannteste Firma, die Screentones herstellt, war, glaube ich, stets immer Letraset, deren Produkte manche kennen. Freilich ist das Problem mit Screentone, dass die Folien relativ teuer sind und Comiczeichner oft wenig bezahlt werden für ihre Arbeit. Nun ist es so, dass heute die meisten Comiczeichner und Mangaka nicht jeden Monat 200 Euro für Letraset ausgeben, sondern all das digital machen. Softwarepakete wie Manga Studio haben natürlich ein eigenes Screentone-Modul. Doch viele klassisch geschulte Comic-Künstler lassen sich das nicht nehmen, Screentone ausschließlich manuell und gänzlich analog anzubringen. Die Screentone-Fläche erschafft nun eine Art Illusion der Graustufen zwischen weißen und schwarzen Flächen und gibt den Bildern mehr Räumlichkeit und einfach einen größeren visuellen Reiz.
Und wie gesagt, ich finde Screen Tone extrem ästhetisch und bin da immer wieder ein großer Fan davon und kann mich da in Comics gar nicht satt sehen. Ich habe keine Ahnung warum. Es mag sein, weil ich alters- und herkunftsbedingt aus meiner Kindheit noch den alten Newsprint kenne, wo Fotos häufig in einer sehr schlechten Qualität in Zeitungen erschienen sind und wo Texturen häufig diese Halbtonflächen erschufen. Somit würde ich nicht ausschließen, dass meine sinnliche Passion für Screentone eine unbekannte Form von Nostalgie ist. Ein anderes tolles Beispiel für Screentone ist die Reihe Eden von Hiroki Endo. Da ist tonnenweise Screentone drin und man kann sich denken, wie viele 1000 Euro Hiroki Endo für all die Folien ausgegeben hatte, angesichts dessen, dass diese Reihe 18 Bände umfasst. Alles in allem, Whiteout 2 Meld muss sich vor dem ersten Teil nicht verstecken und kann da durchaus mithalten. Die Geschichte ist eben weniger eine Detektivgeschichte, sondern mehr ein intensiver Thriller mit dem klassischen Motiv einer einzelnen Person, die es mit einer vielfach überlegenen Macht aufnehmen muss. Also es ist mehr das erzählerische Motiv von High Noon, 12 Uhr mittags. Das stellt Lieber und Ruka natürlich vor die Herausforderung, Carrie Stetkos Kampf mit einer ganzen Einheit hochtrainierter Spesnaz-Söldner plausibel zu gestalten, ohne in physikalisch absurde Klischees von Hollywood-Filmen abzurutschen, wo irgendeine zierliche, 50 Kilo schwere Schauspielerin à la Scarlett Johansson 2 Meter große, muskelbepackte Schränke vermöbelt. Was ich jetzt nicht kritisieren will, weil es einfach ein Genre in sich ist und da gehört es auch rein. Aber Whiteout war eben anders angelegt und besitzt einen starken Realismus bezüglich dessen, was die Menschen in der Geschichte leisten können. Und ich finde, den beiden Machern des Comics ist es hervorragend gelungen, diesen Stolpersteinen aus dem Weg zu gehen. Und das ist alles, was mir gerade dazu einfällt. Wenn du Whiteout 1 und 2 nicht kennst oder das Gefühl hast, es wird dich nicht fesseln, weil du den Film gesehen hast und den vielleicht etwas mau fandst. Der Comic hat ein ganz anderes Lesegefühl und besticht einerseits durch eine tolle künstlerische Handschrift und zugleich hat er einen eigenen Realismus, der förmlich zum Lesen einlädt. Für mich einer der ganz großen Comics. Aporia. Reflections from a world in decline. Zum Schluss noch ein wenig Aporie und ein wenig Missmut. Oder anders gesagt, wie ich zunehmend die Lust verlor, mich mit Star Trek zu beschäftigen. Der springende Punkt ist, ich bin ein voll ausgewachsener Misanthrop. Somit alles, was ihr hier zu hören bekommt, wird durch die Brille der Misanthropie in Betracht genommen. So ist das nun mal. Wenn du positive Botschaften hören willst, da gibt es tausende und tausende Anlaufpunkte. Das halbe Internet kann es kaum erwarten, dich mit positiven Wohlfühlbotschaften zu beschäftigen. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass Misanthropie nicht bedeutet, dass ich die Menschen um mich herum hasse. Das ist ein Missverständnis. Das wäre auch eine etwas unpraktische Art zu leben. Nein, der Misanthrop kommt häufig gut mit den Menschen um ihn herum klar. Misanthropen haben nichts gegen die Menschen. Sie mögen den Menschen an sich nicht. Somit, ich hasse nicht dich, ich hasse uns. Und das ist auch ein wenig der Grund, weshalb viele Misanthropen so gut mit ihrem Umfeld klarkommen. Weil es nicht auf Hinz und Kunz ankommt. Das ist unerheblich. Da kann man genauso gut wahnsinnig höflich sein. Ich bin immer extrem höflich. Warum? Weil ich ungern mit Menschen zusammen bin. Und wenn ich höflich bin, geht alles glatter voran. Und somit kann ich die Zeit, die ich gezwungen bin, mit anderen Menschen in einem Raum zu verbringen, angenehmer gestalten und häufig auch verkürzen. Das hat nur den ewigen Nachteil, dass viele Menschen, da sie de facto neurotische Arschlöcher sind, Höflichkeit unentwegt mit Schwäche, Dummheit und submissiver Haltung verwechseln. Und das ist ein Problem, denn simpel psychologisch gibt es 4 Arten von Temperamenten. Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker und Choleriker. Ich bin ein vollständiger Choleriker. Das ist also insgesamt ein psychischer und emotionaler Mix, der es mir schwer macht, durch das Labyrinth menschlicher Interaktion zu streifen. Solange ich denken kann, war die höchste Form des Daseins für mich immer das Alleinsein.
Der einzige Grund, weshalb ich nicht auf eine Mars-Mission mitfliegen würde, besteht darin, dass ich nicht alleine fliegen könnte. Ich müsste mit einem Haufen Leute durch den Weltraum fliegen und sie ertragen. Und sie müssten mich ertragen. Vor allem das. Es liegt auf der Hand, dass ich nicht the right stuff bin, wie man es bei der NASA sagt. Ich habe nicht das Zeug zum Astronauten. Wenn also Matt Damon versucht, in der Marsiana von der Marsstation nach Hause zu kommen, würde ich vermutlich versuchen, dort so lange wie möglich zu bleiben. Doch das wäre ein sehr langweiliger Film. Aber Mars-Mission ist ein gutes Stichwort für die Motivation dieses im Augenblick etwas wirren Kapitels in dieser Podcast-Folge. Denn in der Tat gehöre ich zu jener Generation, die nicht selten die Welt ungefähr so empfindet, wie sie der berühmte NASA-Astronaut Buzz Aldrin treffend in einem einzigen Satz festhielt. Er sagte: Sie haben mir Marsstationen versprochen, doch alles, was ich bekam, ist Facebook. Ich sehe mich nicht mehr als Gen X, als Generation X. Nein, wir sind die betrogene Generation. Wir sollen euphorisch um das Feuer tanzen, nur weil jeder von uns ein beschissenes Handy besitzt. Draufgeschissen. Und hier geht es nicht nur um Technokratie. Es geht um die gelebte Utopie. Es geht um Star Trek. Es geht um die Idee, dass eine Gesellschaft in ihrem sozialen Gefüge besser wird. Dass sie ihre Fehler erkennt und stets für die nächste Generation etwas leistet, damit diese es besser hat. Hat jemand das Gefühl, das ist, was gerade passiert? Werden uns die kommenden Generationen unseren Einsatz danken? Apropos Star Trek. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die Staffel 2 von Star Trek Picard zu Ende zu schauen. Eine der am schlechtesten geschriebenen Serien, die ich jemals gesehen habe. Produziert von hasserfüllten, arroganten Arschlöchern, deren einziger Beitrag darin besteht, alles zu zerstören, was der vorangegangenen Generation am Herzen lag. Die Serie ist so schwachsinnig und teilweise so widerwärtig und reaktionär. Im Grunde könnte ich in jede beliebige Eckkneipe gehen, dort einen angesoffenen Typ herauspicken, der nach Tabak und 5 Tage alten Schweiß riecht, und er würde dort auf die Bierdeckel ein besseres Drehbuch schreiben als diese Schwachmaten. Star Trek ist für mich in 2005 gestorben. Alles danach ist einfach nur Panne. Mal etwas mehr, mal etwas weniger, mal etwas erträglich, mal etwas weniger, doch grundsätzlich ziemlich Panne. Und mir ist ganz klar, wie die Erwiderung darauf lautet: Du bist einfach alt, du kapierst die neuen Sachen nicht. Das ist, wenn schon nicht wahr, so doch vielleicht korrekt. Auf jeden Fall ist es ein Missverständnis, denn ich baue diese Behauptung nicht auf der Prämisse, dass die alten Star Trek-Serien epochal und großartig waren. Die klassischen Star Trek-Serien waren fehlerbehaftet und teilweise mangelhaft ohne Ende, aber sie hatten eine Aussagekraft, die ganze Generationen bewegte, ungeachtet vieler mittelmäßiger und schlechter Folgen. Denn wenn sie gut waren, waren sie richtig gut. An Star Trek Picard ist so gut wie gar nichts gut. Das ist nur selbstherrliches Posieren, narzisstische Gefühlsduselei, die gänzlich unverdient ist. Die Dialoge sind ein gruseliges Salbadern in der Psyche von einem Haufen extrem neurotischer Leute. Und das ist der Punkt. Jeder in diesen neuen Serien ist vollkommen neurotisch und reibt es den Zuschauern unentwegt unter die Nase. Und das ist, wo der Hauptunterschied liegt. In einer Welt, die droht, unerträglich zu sein, war Star Trek ein Zufluchtsort. Die Leute konnten ihren Geist immer dorthin versetzen. Es war ein geistiges Sanktuarium, ein Refugium. Es gab eine unterschwellige Sehnsucht danach, in dieser Welt zu leben, an Bord dieses Raumschiffs, mit dieser Crew. Es war ein idealisiertes Lebensgefühl. Und für manche bedeutete es dann eben, dass sie sich eine solche Uniform kauften und sie dann mal privat und mal weniger privat getragen haben. Es ist nichts Schlimmes daran. Eine waschechte Utopie ist auch mit einer Sehnsucht verbunden. Und Star Trek war ein Husarenstück des Eskapismus, denn zugleich war es eine Begegnungsstätte für soziale Kritik und philosophische Konzepte. Es war also keine reine Realitätsflucht, es war utopischer Eskapismus. Und das ist ein Unterschied zwischen Realitätsflucht und utopischem Eskapismus. Im selben Sinne, wie es einen Unterschied gibt zwischen Komasaufen und einer Meditation. Nun die entscheidende Frage. Bringen wir es doch mal auf den Punkt.
Wie ich gerade festgestellt habe, war die alte Enterprise unter Captain Kirk, aber auch Next Generation und Deep Space Nine ein geistiger Zufluchtsort. Eine Welt, in die man den Geist versetzen konnte, um dort eine Stunde oder so das eigene Seelenheil zu betreiben. Wer bitte träumt davon, an Bord der neuen Star Trek Discovery zu sein? Mit dieser bizarren Crew aus narzisstischen und egomanischen Spinnern und Halsabschneidern. Wer würde sich freiwillig in diese depressive Atmosphäre aus verschlagenen Offizieren und psychotischen Astronauten begeben wollen? Das ist kein Zufluchtsort des Geistes mehr. Die meisten Leute werden sicherlich zugeben, dass sie nicht in eine TV-Serie abtauchen müssen, um menschlich enttäuscht zu werden. Dafür müssen sie einfach nur in die Arbeit gehen und sich mit ihren Kollegen befassen. Und wie erbärmlich ist es, wenn irgendwelche verdienten Betreiber von YouTube-Kanälen, die seit Jahren Analysevideos zu Star Trek hochladen, dann immer noch versuchen, die wirren Drehbücher von Discovery und Picard irgendwie in das Worldbuilding, in den Weltenbau von Star Trek einzubauen, obwohl es immer weniger Sinn ergibt. Dabei ist recht augenscheinlich, dass die neuen Drehbuchautoren und Showrunner einen Scheiß auf Star Trek und dessen Vermächtnis geben. Da stehen die persönlich gar nicht drauf. Die Hauptschuldigen hier, wie Alex Kurtzman, haben das doch mehr als einmal zugegeben. Das geht denen am Arsch vorbei. Deshalb basteln die immer nur einen Prequel vor den nächsten Prequel immer weiter in die Vergangenheit, damit sie sich mit dem, was Fans als Canon bezeichnen, als das kanonische Material, nicht befassen müssen. Weil darauf haben die gar keine Lust. Und dann ändern sie einfach den Ablauf und sagen, die alten Fans sind einfach nur toxisch, bigotte, weiße Cis-Männer, vermutlich Rassisten. Doch ich sage, die Macher von Star Trek Discovery und Star Trek Picard sind einfach nur Untote, die eine Leiche schänden. Star Trek ist tot. Klar, die Leute sagen dann, die Zeiten haben sich geändert und dieses naive Zeug von damals juckt uns nicht mehr. Alles muss jetzt wie Game of Thrones sein. Okay. Dann sag mir aber eins, würdest du wegen Star Trek Discovery 600 Kilometer weit mit dem Auto fahren, um bei einem Panel auf irgendeiner Convention den Schauspielern der Serie zuzuhören? Vermutlich nicht. Und das ist der Unterschied, wenn du sagst, Star Trek Discovery oder Star Trek Picard ist doch toll, so meinst du damit in Wirklichkeit, dass du es okay findest, dass du es magst in einem Ozean aus 30 anderen Serien, die du genauso gut findest. Das ist aber nie die Rolle von Star Trek gewesen. In den alten Tagen war das immer eine außerordentliche Angelegenheit. Star Trek war etwas Besonderes, das sich von den anderen Serien abhob. Und das ist dem Studio dahinter durchaus bewusst. Die haben diese Marke, diesen Brand, genau unter der alten Prämisse aufgegriffen, mit der Absicht, dass es erneut das Flaggschiff von CBS, Viacom und Paramount wird. Deswegen gilt auf der Chefetage gegenwärtig Star Trek Picard und Star Trek Discovery so ein bisschen als ein Fiasko, weil die sind nicht ausgezogen, damit Serien produziert werden, die von der breiten Masse als okay rezipiert werden. Sie wollten wieder etwas, worüber die Leute dann noch 20 Jahre später diskutieren, so wie ich jetzt hier sitze und über eine Serie rede, die vor 30, 40 Jahren gedreht wurde. Glaubt jemand ernsthaft, in 20 Jahren unterhalten sich Leute über die zweite Staffel von Star Trek Discovery oder Star Trek Picard? Forget it. Die Leute reden 2 Tage später nicht mehr darüber, weil es so schrecklich bedeutungslos ist. Es ist nur äußerer Schein. Viele düstere Sets und eine Stimmung aus Hinterhältigkeit und Sarkasmus in der Luft. Aber es ist unglaublich Vogue. Oh ja, da lässt man natürlich nichts anbrennen. Also erzählt mir, wie das Problem darin besteht, dass ich zu alt bin. Könnte es nicht eher sein, dass wir unseren sozialphilosophischen Peak irgendwann um 1992 erlebt haben und dass seitdem alles sukzessive den Bach runtergeht? Das ist eben die traumatische Erfahrung meiner Generation. Diese lustige Idee, dass das Zukünftige immer reifer und ethisch besser wird als das Vergangene, dass dies das übergeordnete Prinzip dieser einzigartigen Zivilisation ist, dass wir eben immer vorwärts marschieren, uns verbessern und unsere Charakterfehler überwinden. Und das ist möglicherweise eine Illusion. Somit, ich habe beschlossen, da für mich einen klaren, altbackenen Strich zu ziehen. Und du kannst mich dafür gerne konservativ schimpfen oder altmodisch, wenn es dir gefällt. Doch Star Trek ist für mich nur das, was kanonisch ist. TOS, The Original Series, TNG, Deep Space Nine, Voyager,
Enterprise und 10 Filme von sehr unterschiedlicher Qualität. Und das ist alles. Die Linie muss im Sand gezogen werden. The line must be drawn here, this far, no further. Aber vielleicht steckt der Dorn viel tiefer. Letztendlich steht auch der Fan des klassischen Star Trek im Verdacht, einer Eselei aufgesessen zu sein. Wir haben uns zu sehr ergötzt in der Erwartung, dass die Welt von alleine glorreich wird. Wir mochten bereit sein, in Kauf zu nehmen, dass der Weg zur Föderation noch Jahrhunderte dauern wird, aber es gab stets dieses unterschwellige Verständnis dafür, dass jedes Jahr besser wird als das vorangegangene. Als Kinder der Nachkriegszeit, beseelt von der Idee, dass die Menschheit ihre schrecklichsten Dinge bereits geleistet hat und nun die stetige Gerade aufwärts vor uns liegt. Der Aufstieg eines Lebewesens, das sich ständig bessert, das ständig seine Ethik und sein Verhältnis zum Planeten Erde vervollkommnet. Der Mensch, der dazu bestimmt ist, Kriege zu überwinden, Krankheiten zu überwinden, Hass und Neid und vor allem die psychotische, alles erstickende Abhängigkeit vom Geld. Wir haben in den 70ern und 80ern diese Dinge geglaubt. Mars-Missionen in den 90ern, interplanetarische Raumstationen am Anfang des 21. Jahrhunderts, interstellare Raumfahrt in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Die Leute lachen heute so, wenn sie sehen, wie Ridley Scott sich am Anfang der 80er Jahre in dem Film Blade Runner ein Los Angeles von 2019 vorgestellt hat. Denn sogar ein Film, der auszog, um dystopisch zu sein, war noch immer von so viel hoffnungsvoller Zukunftssehnsucht erfüllt. Man konnte das damals gar nicht unterdrücken. Es sollte ein düsterer Zukunftsfilm sein, doch er löste eine ganze Modewelle aus futuristischer Sehnsucht aus und beflügelte die Fantasie von Schriftstellern, Comicszeichnern, Musikvideoproduzenten und Regisseuren. Und ich werde nicht vergessen, wie 2019 tatsächlich diese Clips im Umlauf waren und Hashtags nach dem Motto Fuck 2019! Scheiß Jahr, endlich ist es vorbei! Tja, und dann kam 2020 und Covid und der Krieg und die letzte Trennwand zwischen uns und der Erkenntnis, dass wir einfach nur miese Arschlöcher sind, die ihr Schicksal verdienen, ist Netflix und Steven Pinkers seltsames Buch. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir werden sehen. In seinem Exe Homo schreibt Friedrich Nietzsche in 1889 den faszinierenden Satz: Alles Entscheidende entsteht trotzdem. Aber es wäre an der Zeit, dass Hollywood in sich kollabiert und neu aufgerichtet wird. Einfach nur die Perversen und die Vergewaltiger beiseite zu schieben und sie mit vollkommen uninspirierten Stümpern zu ersetzen, war zwar ein interessanter erster Schritt, doch es hat den Nachteil, dass es wenig gibt, das man von diesem dilettantischen Nonsens sehen möchte. Und da kommt natürlich immer wieder dieser Einwand: Wieso? Ich finde das doch alles cool. Immer diese alten Säcke, die alles mies machen. Tja, wenn ein wenig cool das ist, worauf du aus bist, dann werde ich dir nicht im Weg stehen. Aber ich habe den Verdacht, dass wir kollektiv als Menschheit den Zugang zum Grandiosen verloren haben. Und manche mögen da denken, na Gott sei Dank, es war eh immer so aufgesetzt. Doch wenn ich mich so umsehe, bin ich mir nicht so sicher, ob es da auch nur einen Grund gibt, sich über etwas zu freuen heute. Dafür muss ich nicht einmal dieser Misanthrop und Kulturpessimist sein, der ich ja bin. Aber der Effekt mieser, geschändeter Formate blutet durchaus rüber in jene Bereiche, die mir teuer sind. Das ist fast unvermeidlich. Sprich, gegenwärtig habe ich grundsätzlich die Lust verloren, mich mit Star Trek zu beschäftigen. Das ist, was Vogue Hollywood am besten kann, einem jegliches Lebensgefühl zu vermiesen. Denn obwohl ich meine Grenze gezogen habe und alles Star Trek, das nach 2005 kam, de facto im Kopf isoliere, damit es mein Star Trek nicht verunreinigt, so muss ich gestehen, dass die kulturelle Auseinandersetzung mit den neuen Serien mir irgendwie auch die alten Serien etwas vermiest hat. Ich werde dringend mal einige Jahre ein echtes Star Trek-Moratorium in meinem Leben ausrufen. Danke, Hollywood. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.